wunderbar auf, wenn Erich immer so tat, als würde er die Aufstellung kennen. Was hat sich noch an der Mannschaftsaufstellung jetzt neu getan? Ja, im Prinzip nichts. Ich weiß nicht, was bekannt ist. Noch gar nichts. Vorne spielen Bierhoff und Ring. Dahinter spielt, also das ist das, was neu ist. Ulf Kirsten leicht angeschlagen war, der sitzt aber trotzdem auf der Bank. Ansonsten spielen wir so, wie wir es an sich geplant hatten, hinten mit Kahn. Und mit Jeremy. Mit Jeremy, mit Hessler, mit Zoll. Und Matthäus ist fit. Matthäus. Ist fit, kein Risiko. Fit. Nein, er ist fit, sonst wird er nicht spielen. Mit Krampfader Lothar ins neue Jahrtausend. Fantastisch. Das war aber erst der Anfang der Ribbeckschen Spaßattacke. Ja, es wird für den Markus Babbel Marco Rehmer spielen. Thomas Linke. Zum Piepen. Wir dachten noch, es ging um Fußball und Gacker Erich stellt Rehmer und Linke auf. Ein herrlicher Jokus. Die Vorbereitung lief dann auch perfekt. Beim 1:1 gegen die Schweiz hielten sich schon Millionen die Bäuche. Doch Erich ließ den nächsten Korken steigen. Man kann sicherlich einem Großteil der Spieler nicht den Vorwurf machen, dass sie sich nicht bemüht hätten. Na, knochentrocken serviert. Ribbeck wurde zur Gagmaschine. Und gestern dann der Lohn der Arbeit. Deutschland erlebte eine Zwerchfellmassage der Güteklasse. Unsere Jungs waren drauf wie Bolle. Die naiven Portugiesen wollten uns mit ihrer B-Auswahl zum Fußballspielen provozieren. Aber nicht da, nicht mit Thomas Linke. Die Ulf-Nudel vom Dienst ließ auf der linken Seite keinen Gag aus. Zeigte Flitzpiepereien vom Allerfeinsten. Das Stadion lag flach. Ein Mann, der es ohne jede Ausbildung in die Nationalmannschaft bringt, hat unseren ganzen Respekt verdient. Aber großartig waren sie alle. Und am Ende hieß es dann doch ausgeschieden.